oben. Boah, haben die mir jetzt aber fett gegeben. Also das war jetzt ein Brett. Jo Leute, willkommen zurück bei Dead Space. Ja, jetzt geht's weiter. Die eine Folge ist oben. Jetzt können wir weitermachen. Wo müssen wir hin? Mal wieder zurück. Scheiß Feuer da. Ah, das war jetzt im Hinblick mal nicht zu spät. Ist noch Blut? Nein. Achso. So geht das. Bin ich am Fadenkreuz da? Ah, nur die Ziele. Aua. Feuer! Gas geben. Geil. Nicht natürlich. Jetzt muss ja stimmen. Jetzt muss ich hoch aufs Dach und die Com-Anlage reparieren. Wohin gehen wir? Verarbeitung. Gehen wir mal in Vorbereitung. Entdeck A. Nehmen wir meine erste Waffe. Reloaden die mal. Gibt ja keine Munition mehr. So. Auf breite Fächerungen stehen, dass ich einen schönen Kopf und die Ärmel abmachen kann. Always following mining deck. Oh oh. Ah, Kopf weg. Schwanz ab, Kopf ab, Haas. Aua! Alter, hat er mir jetzt gegeben. Haben wir 14. Und da sehen wir schon. Bin ich richtig? Ja, scheint mir aber richtig zu sein. Mann, ich bin so gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Waffe 2. Na. Ja. Boah, Alter. Scheißsacker da. Und droppen mal wieder nix, die Scheißvieh hier. Speichern brauche ich jetzt noch nicht. Hab ja noch nichts gemacht. Ein Upgrade kann ich noch machen. Machen wir das noch neu. Und ja, was machen wir? Impulsgewehr mal ein bisschen was. Da komme ich auch. Kapazität. Ja, haben wir die Kapazität noch ein bisschen hoch beim nächsten Mal Schaden. Gut. Das kann ich mal bei meinem Weg eigentlich verbessern. Da habe ich noch gar nichts verbessert. Doch, ein bisschen was habe ich. Ne, habe noch gar nichts verbessert. Luft. Naja. Chinesemotor. Das brauche ich nicht. Plasma-Cutter könnte ich noch ein bisschen. Kapazität. Kann ich nur noch erhöhen. Schaden ist auf Maximum schon. Naja. Egal. Schade. Das ist jetzt das Maximum, was ich Schaden machen kann. Also nicht gerade viel. Aber jetzt machen wir mal mit der Story-Mission weiter. Ihr wollt ja ein bisschen was sehen. Deswegen geht's jetzt hier weiter. So, Leviathan ist tot. Der Asteroid haben wir auch losgeschickt. Und ich würde sagen, jetzt haben wir diese Mission auch erledigt. Also Kapitel 7 auch beendet. Na, das ging jetzt aber zügig. Deswegen haben wir ja nicht gespeichert. Ich bin gut, ne? Jawohl, Kapitel 7 ab auch beendet. Das ist jetzt aber ein kurzes Kapitel, fand ich. Naja. Jetzt kommt Speichern. Ja. Kapitel ins Leere. Jetzt gehen wir ins Kapitel 8. Ich weiß gar nicht, wie viel. Kapitel 8. Suchen und retten. Evil Lappen hat aufgehört, Pläne sein Zahnbest zu spielen. Warum hat er aufgehört? Evil Lappen ist offline gegangen. Schön, dass es mir anzeigt. Schön, dass ich es wieder vergessen habe. Jetzt kommt wieder eine Ansage. Tütüdüm. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie da draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Jawohl, Chef. Mach mal. Und töten dabei noch alles, was uns in den Weg kommt. Puh, ich will jetzt meine zweite. Drei. Was hat denn jetzt für Kappa? Ich hatte 100 gehabt, das hat 123 Schuss, also jetzt hat sie glaube ich alles drin, was ich am Magazin habe. Ja, dann nehme ich lieber die andere. Die habe ich noch ein bisschen mehr. Kann ich da durchgucken? Nö. Aber hier kann ich wieder kaufen und verkaufen. Ich verkaufe mein Goldplatine und kaufe mir Munition. Kann man hier mal eine neue Rig kaufen? Rig 4, 5? Nein. Noch nicht.
Das behalte ich alles. Impulsgewehr ist auch, das auch, das auch, das auch, das auch. Das verkaufen wir. Und das braucht man alles andere, brauche ich auch. Ne, das brauche ich nicht. Kaufen wir Energieknopf. Ja, so. Ich will noch ein bisschen meine Waffen skillen, deswegen brauche ich Energie. So. Geben mir Gas. Vor, darum, drüber. Wow. Oh oh. Ihr seid einfach zu dumm, wie euren Ärmel. Oh, Alter! Die explodiert einfach hinter mir. Die Sackgesichter. Oh oh. Den darf jetzt nicht explodieren. Oh. Alter Junge. Sicherheitshalber. Der lebt immer noch. Sehr, sehr, Bursche. Stirb jetzt endlich. Voll in die Fresse. Mach mal den Arm weg. Die verlieren ihre Arme nicht. Das ist das Problem. Dass sie ihre Arme verlieren würden. Boah, Alter, geben die mir jetzt aber auf die Fresse. Verreckt jetzt noch. So viel zu, ich kaufe mir keine Munition, ich brauche hier nicht. Quarantäne aufgehoben. Boah, haben die mir jetzt aber fett gegeben. Also das war jetzt ein Brett. Erstmal die Waffen nachladen. Ah, das sind nur Ersatzteile. Also, ich habe auch noch mal zugekriegt. Wie viel? 6 Schuss. Nicht gerade. Alter. Na, Brennstoffzelle brauche ich jetzt momentan eigentlich auch nicht. Achso, dahin. Also, jetzt muss ich zur Brücke und das Ding gucken, warum das kaputt ist. Warum bist du kaputt, du Wick-Ding, du wiggelige Ding? Ebene 1. Ebene 3. Ja, Ebene 2. Da bin ich jetzt. Dann gehen wir halt Ebene 3. Wenn das sein muss. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Aha. Zu habe ich noch? 22 Schuss mit der Waffe. Plus 125, das müsste reichen. Straße. Kaputt machen! Auf die Brücke. Oh ja, das ist Plasma-Kater-Energie. Aber bleiben wir trotzdem bei der hier. Noch mehr Plasma-Energie. Was ist das? Noch mehr Plasma-Energie. So gehört sich das. So, das müsste jetzt down sein. Zack. So, jetzt ist er down. Jetzt speichern wir mal bis hierher. Boah. Oder auch nicht, scheiße. Oder doch, ich glaube, das heißt, dass er kaputt gegangen ist. Egal, im Speichermodus bin ich ja invisibel. Oh oh, aber da ist noch einer. Der hat schon 3 gespawnt von den scheiß Viechern. Hier. Alter, geben die mir dreckig. Lass die mir aber dreckig geben, ja. Alter, nachladen. Der Raum ist gut geschützt, vermute ich. Wie es aussieht. Dahin.
Oh, Alter. Da vergott ich meine ganze Munition. Den Arm muss weg. Wo ist der Arm? Oh, Alter, das gibt's doch nicht. So, jetzt ist aber Ruhe im Schacht. Dann nehmen wir Munition mit. Alter, die haben mir jetzt aber fett aufgehalten. Das gibt's doch nicht, da ist ja immer noch einer. Jetzt darf ich schon wieder ein Medikit reinhauen. Stase-Ding, das brauche ich nicht. Munition wäre mir lieber eben. So. Reload. Mit dir, Kumpel. Alter. Willst du mich hier jetzt ganz verarschen? Ah ja, ja, ist klar, ist klar. Der zersplittert einfach in die kleinen Ficker. Meine Güte. Oh Gott. Boah, die geben aber auch einen. Und die sind schnell. So, ich habe keine Munition mehr. Bisschen Munition wäre nicht verkehrt. Wie viel Schuss habe ich noch? 14. Das ist alles, was ich habe. Ihr wollt mich doch veräppeln. Jetzt erzähle ich alles, was ich habe. Ich habe nur Stase. Das bringt mir alles bloß nichts. So. Eine Werkbank. Das bringt mir noch weniger. Speichern will ich jetzt auch nicht um. Wo bin ich? Um Munition. Geht Munition? Wie für die Cutter. Ja gut. Solange ich für die Munition habe einigermaßen, dann geht das noch klar. Gut. Werkbank mal wieder benutzen. Ja, ja. So. Die Kapazität nochmal erhöht. Und jetzt speichere ich. Jetzt Speicher. So. Das geht jetzt ziemlich zügig, weil ich jetzt ja weiß, wie es funktioniert. 16 Schuss Cover. Was habe ich im Inventar noch? Scheiße. Logbuch der Kommunikationszentrale First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Matthias abgelehnt. Er würde es nicht zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben seit 3 Monaten gewusst und die Klappe gehalten, aber das ist jetzt vorbei. Mayday! Oh. Boah, Alter, das ist ja der Tunnel, der schickt einen. Und nicht nur von A nach B. Ist ja nicht nur von A nach B schickt. Kommunikationsarray offline.
Ein Servicetechniker wurde informiert. Das Array der Com-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens 6 funktionierende Parabolantennen für ein starkes Signal. Sie müssen symmetrisch aufgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Ich weiß, was das bedeutet. Aber bevor wir das anfangen, oder wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen Loot finden. Und dann würde ich sagen, bevor ich diese Mission anfange, machen wir das beim nächsten Mal, weil ich vermute, das wird eine längere Aufgabe. Und da wir schon ziemlich fortgeschritten sind in der Folge, loote ich hier noch ein bisschen. Dann brauche ich das nächste Mal nicht mehr machen. Speichere ich und diesmal ist es ein bisschen kürzere Folge. Dafür wird die nächste wieder ein bisschen länger. Oder so, bis ich die Aufgabe geschafft habe. Dauert es ja immer ein bisschen, von dem her. So, nochmal alles nach, durchladen und so. Das ist noch eine Kiste. Weil ich werde bestimmt auch nicht ungeschadet das Ding da reparieren dürfen. Also unangegriffen. So, jetzt gucken wir uns noch die Sache nochmal an. Also, das ist noch eine Kiste. Was haben wir hier drin? Credits. Da ist nichts mehr, da ist auch nichts mehr. So, dalle. Hier drin scheint es schwerelos zu sein. Aber das Licht gefällt mir nicht. Die Parabolantennen erkenne ich. Die müssen symmetrisch ausgerichtet sein. 6 Stück. Und dann würde ich sagen, machen wir bei dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Und ich speichere jetzt hier noch geschwind. Und dann machen wir auf Cut. Und sagen wir es zum Glück mal. Ja. Das war gerade für die Katz gewesen, dass ich hier unten gespeichert. Die Speicherpunkte sind jetzt wieder ziemlich dicht. Aber deswegen nichtsdestotrotz. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und raus bin ich. Tschüss.